heute hier begrüßen darf zu unserer 6. Podiumsdiskussion. Ja, man staunt wirklich mittlerweile, es ist die 6. und ich kann wirklich sagen, es ist eine Tradition. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir wieder so einen voll gefüllten Saal hier haben. Obwohl ich glaube, es war teilweise ein bisschen schwierig hier zu finden, denn was ja ganz neu ist, also auch wenn wir jetzt diese Podiumsdiskussion zum 6. Mal machen, ist dieser Raum. Er ist wunderschön. Aber ich glaube, es war jetzt nicht ganz so einfach für alle hierher zu finden, also umso mehr schön, dass Sie da sind. Die Arbeit für diese Veranstaltung beginnt bei uns bereits immer schon im Herbst. Und so war es dieses Jahr auch, dass ich im Herbst, im Oktober zur SEH gefahren bin, SEH, also nicht in Berlin die SEH, sondern in Dresden, der Campus Dresden. Dort haben wir in den letzten Jahren auch immer die Veranstaltung organisiert hier auf der ITB. Und so war es dieses Jahr auch wieder, dass ich mich auf die Reise gemacht habe und die Studenten des ersten Semesters getroffen habe und auf diese Veranstaltung eingeschworen habe. Ja, womit fangen wir an? Wir müssen als erstes ein Thema finden und dieses Thema ist das Allerwichtigste, denn Sie können sich vorstellen, wenn wir im Herbst anfangen, diese Veranstaltung zu organisieren, dann brauchen wir ein spannendes Thema und auch ein aktuelles Thema und es muss halt ein halbes Jahr später immer noch aktuell sein. Und umso mehr freue ich mich, dass wir ein Thema gefunden haben, was einfach immer wieder brisant ist. Und wie auch wenn ich so mir die Schlagzeilen der letzten Woche angeschaut habe und es dort also auch von Marco Nussbaum einen offenen Brief gab an Booking, ich habe es hier auch nochmal mitgebracht in der Kost und Logis, falls Sie es noch nicht gesehen haben, gelesen haben, wir haben es also auch in den Tüten nachher drin, Sie können es auch gerne nochmal nachlesen, ist es für mich eigentlich auch ein Beweis dafür, dass wir mit dem Thema wieder richtig lagen. Sie sehen es, Sie sehen es nicht, Sie sehen mich. Das Thema Chance oder chancenlos im Direktvertrieb, der Kampf um den Gast in der Hotellerie, bewegt uns ja alle. Und da sind diese Themen halt immer wieder Provision, Direktvertrieb, welche Portale, wer ist da auf dem Markt, wie kann ich mich als Hotel noch irgendwie beweisen, wo kriege ich meine Gäste her. Und diese Themen werden wir heute alle beleuchten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, möchte auch gar nicht lange reden, sondern wir haben ja hier eine spannende Diskussion vor uns. Und als erstes möchte ich mich bedanken bei unseren langjährigen Partnern und Sponsoren, die es wieder ermöglicht haben, dass wir diese Veranstaltung hier machen können, die Studenten unterstützt haben im großen Zuge und Umgang und Umfeld. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Podiumsteilnehmern, die gleich hier vorne auf der Bühne erscheinen werden. Ich möchte mich natürlich auch bei den Studenten bedanken, die in den letzten Wochen und Monaten ganz fleißig gearbeitet haben, die da hinten auch alle stehen. Gleich nochmal den Applaus kriegen wir erst nachher. Und zu guter Letzt möchte ich mich natürlich bei der Frau Professor Dr. Caroline Steinhauser bedanken, die dieses Projekt ganz nah mit den Studenten auch begleitet hat. Liebe Caroline, das ist mein Stichwort an dich. Ich möchte das Wort dir gleich übergeben, aber erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen eine total tolle ITB, man sagt ja immer schon tolles Business. Für die Nicht-Berliner einfach tolle Tage in dieser tollen Stadt und jetzt erstmal eine tolle Podiumsdiskussion. Vielen Dank. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieben Dank, Susan, vor allem an dich für die einleitenden Worte. Uns an der SAH Hochschule Berlin am Campus Dresden macht es natürlich auch immer sehr viel Spaß, vor allem auch mit dir dieses Projekt gemeinsam zu planen, umzusetzen, in die Tat zu bringen. Denn wir legen sehr großen Wert bei uns an der Hochschule im Studiengang Internationales Hotelmanagement, vor allem auf diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Und daher haben wir gleich unsere Erstsemestler sozusagen ja in den Bann gezogen, in die Praxis einzusteigen und gemeinsam mit dir dieses Projekt auch umzusetzen. Mein Dank gilt natürlich auch wirklich von ganzem Herzen allen Sponsoren, denn wir als Hochschule, für uns wäre es gar nicht möglich, so ein Projekt in diesem Rahmen durchzuführen, wenn wir nicht die Unterstützung von ganz vielen hätten. Mein Dank gilt natürlich aber auch allen Studenten im ersten Semester, die ja in den letzten Wochen ganz schön geschwitzt haben, denn neben Klausuren, Hausarbeiten und Vorlesungen
Haben Sie gleich so die Höhen und Tiefen der Praxis kennengelernt? Was macht man denn, wenn man nach einer Sponsorenabsage trotzdem noch Geld braucht, um zum Telefonhörer zu greifen? Welches Fingerspitzengefühl ist bei der Auswahl der heutigen Fragen notwendig, um eine faire, aber gleichzeitig auch interessante Diskussion für Sie hinzubekommen? Und haben wir überhaupt Chancen im Direktvertrieb oder sind wir chancenlos als Hoteliers, wie es der Titel heute vorgibt? Wir haben uns bemüht, auf alle Fragen gute Antworten zu finden und das Projekt bestmöglichst vorzubereiten. Nachdem im Januar 2015 die Bestpreisklausel von HS für wettbewerbswidrig erklärt wurde, wird das Handling mit den Preisen in meinen Augen nicht einfacher für uns Hoteliers, sondern eher schwieriger, aufwendiger und für den einen oder anderen auch sicher schwer im Alltagsgeschäft zu handeln. Wie und wo bieten wir den besten Preis an? Wie schaffen wir es als Hoteliers, den Eigenvertrieb zu stärken, aber auch gleichzeitig den, gerade in der Stadthotellerie, so für uns so wichtigen Fremdvertrieb auch nicht aus den Augen zu verlieren? Wie schaffen wir es auch, vielleicht selber an unsere Kunden zu kommen? Oder ist es überhaupt möglich, einen Newsletter an 1,7 Millionen Abonnenten zu verschicken, wie es zum Beispiel ein auf dem Podium vertretenes Portal regelmäßig macht? Die Hotellerie hat viele Chancen, die es aber auch zu nutzen und zu finanzieren gilt. Und deswegen möchte ich nun gar nicht unsere wertvolle Zeit weiter in Anspruch nehmen. Ich wünsche uns allen eine tolle, interessante Diskussion. Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg heute zu uns gefunden haben und möchte nun das Wort an unsere beiden Leiter der Podiumsdiskussion übergeben. Viel Spaß. Vielen Dank dafür. Und wir heißen Sie natürlich auch recht herzlich zur diesjährigen Podiumsdiskussion willkommen. In der folgenden Stunde werden meine Partnerin, die Elisa Ruschka, und ich, Landolf Arnfeld, Sie durch die Diskussion begleiten. Und ich möchte auch keine Zeit verlieren und gleich den Herrn Georg Ziegler auf die Bühne bitten, den Head B2B von Holiday Check. Herzlich willkommen heißen wir außerdem die Frau Caroline Brauer von Quality Reservations Deutschland GmbH. Herzlich willkommen. Als nächsten würde ich gerne den Herrn Zierich auf der Bühne begrüßen. Das ist der Managing Director von Sequel Escapes GmbH. Und auch den Herrn Nicolas Günther möchte ich nach vorne bitten, den Head of Sales von Travelzoo Europa. Und zu guter Letzt den Herrn Marco Nussbaum, der CEO und Co-Founder von Price Management Group GmbH. Ich möchte kurz noch dazu sagen, ich habe dieses Hotel Cites, 5 Sterne Plus Hotel in Dresden, das ist richtig. Dazu habe ich aber noch in der gleichen Firma 130 Apartments, also ich betreibe auch noch ein Apart-Hotel um die Frauenkirche. Deshalb ist das manchmal schon wichtig zu wissen, weil das doch auch miteinander harmoniert in einer gewissen Form.
Das Thema ist wichtig, das Thema ist heiß. Es wird auch bei uns im Unternehmen doch immer wieder diskutiert. Und ich habe natürlich auch viele junge Leute, die sich damit beschäftigen. Ich muss dazu sagen, ich bin Quereinsteiger. Ich komme also, habe das nie gelernt. Ich bin reiner Praktiker, also über Umwege dazugekommen. Und dadurch sind dann natürlich einige Dinge auch anders. Merkt das jedenfalls in den Diskussionen. Wir haben im Moment also ein wirkliches Problem, weil ich eben der Meinung bin, dass wir die Möglichkeit haben, als kleines Hotel oder als Nischenbesetztes, was eben die Apart-Hotels betrifft, doch mehr Eigeninitiative und eigene Möglichkeiten zu nutzen. Als Beispiel jetzt unser Hotel Suites ist beim Bewertungsportal doch als drittbestes in Deutschland, teilweise Holiday Check 5,7 von 6 Punkten und Booking 9,5, also von den Bewertungen. Und das sind für mich also auch wichtige Ansätze, dass man über diese Schiene versucht, natürlich also diesen Direktvertrieb auf uns zu lenken. Wenn ich da einhaken darf, was machen Sie denn speziell im Direktvertrieb, um wirklich kosteneffizient zu arbeiten? Weil das, was Sie jetzt genannt haben, sind ja alles Portale eher. Genau. Und uns interessiert natürlich auch der Direktvertrieb. Der Direktvertrieb ist so, dass wir versuchen natürlich, oder meine Philosophie ist, das geht ja schon los, mit den Gästen, die jetzt erstmal bei uns sind, dass man mit denen natürlich dementsprechend arbeitet, dass wir oder umgedreht wir natürlich mit den Mitarbeitern, die an den Rezeptionen und in der Reservierung sind. Natürlich arbeiten wir mit Bonuskarten. Wichtig ist aber, dass man natürlich den Gast darauf hinweist und versuchen natürlich mit der Qualität. Das heißt also auch, wenn der Gast sozusagen, dass er wiederkommt, wenn er nach Dresden kommt, eben bei uns bucht. Und wenn er natürlich Werbung für uns macht, also seine Eindrücke berichtet, sozusagen ja, uns empfiehlt und eben auch die Vorteile rüberbringt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir versuchen natürlich, ich habe auch eine Partnerfirma, die unsere Internetseiten macht und diese ganzen Dinge, die natürlich jetzt auch, wir sind gerade dabei, dass sie sozusagen diesen Part für uns mit übernimmt, dass wir eben auf unsere Seiten sozusagen direkt gebucht wird und sie sozusagen den Markt dafür vorbereiten. Und im Moment ist es auch so, dass wir diese Buchungsportale, die eine Seite, und dann gibt es ja diese Bewertungsportale, und da sind wir gerade dabei, auch was ich eigentlich sehr gut finde, weil mich das immer stört, wenn immer diese Buchungsportale oben erscheinen, dass wir sozusagen über diese Bewertungsportale direkt einen Button, der dann zu uns führt, wo man dann direkt bei uns buchen kann. Okay, vielen Dank. Frau Brauer, mit Quality Reservation Service haben Sie ein Unternehmen ins Leben gerufen, das sich darauf fokussiert, Hotels bei ihren Vertriebsaktivitäten zu unterstützen. Was raten Sie vor allem den privaten geführten Häusern, wie eben das Haus von Herrn Drescher, auf was sie im Vertrieb besonders achten sollten? Naja, ich glaube, wie Herr Drescher schon sagt, wir repräsentieren individuelle Hotels wie das von Herrn Drescher und haben verstanden, dass Vertrieb an sich für individuelle Hotels immer schwieriger wird. Das ist ja super umfangreich geworden. Es geht ja nicht nur darum, dass man Preise und Raten in irgendwelche Portale stellt, sondern du musst ja mit den Gästen emotional online kommunizieren. Du brauchst jemanden im Haus, der das macht. Jemand muss auf Bewertungen lesen, antworten. Du musst dich mit deinem Mitbewerb da draußen beschäftigen. Und das ist ja nicht nur das Hotel heutzutage, sondern das sind eben auch OTAs. Das ist ja unser größter Mitbewerber. Weil dort, es gibt ja so Studien, die sagen, dass ein Gast einem OTA eher zutraut, die Wünsche des Gastes zu erfüllen als uns. Das hat mich ja umgehauen, weil ich finde immer noch, vielleicht verbringen wir zu viel Zeit mit nur diesem Thema online, 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 vergessen, wie Herr Drescher sagt, die Gäste, die du hier im Haus hast. Bei uns bleiben die am längsten. Die übernachten da, die frühstücken bei dir, du weißt, was die für eine Zeitung lesen, wie sie buchen. Wenn man im Haus sich so organisieren könnte, dass man mehr Zeit mit dem Gast verbringen kann,
um dort zu sehen, wie tickt dieser Mensch, was braucht er, wie bucht er, ist er online-affin oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, dann wäre uns geholfen. Also im Hotel muss man Abläufe automatisieren, damit man Zeit hat, Zeit für den Gast. Und bei der Partnerwahl muss man überlegen, welche Gäste habe ich und was erwarten die wirklich von einem. Und es, ich finde es immer irre, dass eigentlich jeder sagt, Vertrieb ist nur noch online. Vertrieb ist auch per Telefon, emotional, beim Check-in, beim Check-out, bei der Empfehlung, was ist meine Next Destination. Man kann viel machen, man muss es tun. Okay, vielen Dank. Diese Frage geht an Sie, Herr Nussbaum. Sie haben ja gerade das zweite Preishotel in Hamburg geöffnet und haben mit einer grandiosen Auslastung von 90% gestartet. Deswegen verraten Sie uns mal, was ist das Geheimnis von Ihrem Erfolg? Und was machen Sie, um sich gegenüber von den anderen Budget-Hotels durchzusetzen? Was machen wir, um uns gegenüber anderen Budget-Hotels wie Ibis und Motel One durchzusetzen? Genau. Das brauchen wir gar nicht machen. Wir fahren in dem Fahrwasser der Großen extrem gut mit und sehen die auch überhaupt nicht als Wettbewerb an, sondern die tun uns eigentlich nur gut, weil sie das ganze Produkt und die gesamte Budget-Hotellerie sehr gesellschaftsfähig machen. Unser größter Wettbewerb besteht eigentlich aus profillosen und renovierungsbedürftigen 3- und 4-Sterne-Hotels, die mit Dumpingpreisen auf den Markt gehen und somit auch Märkte richtig zerschießen. Also das ist das Problem, was wir haben da. Und der Erfolg der Marke Price Hotel in den Mikromärkten, wo wir sind, ist sicherlich sehr, sehr stark getrieben von den Teams, die wir vor Ort haben. Also das ist ja die Diskussion, die hier auch immer stattfindet, online, online, online. Für uns ist es so, dass der Online-Erfolg oder der Erfolg eines Hotels offline beginnt, und zwar dort, wo Menschen sind. Und ich glaube, das ist ein Kernfaktor. Okay. Können Sie uns und dem Publikum noch 3 Ihrer besten Tipps geben, was so Sie im Direktvertrieb machen? Also so die drei besten Tipps, wie man einen Direktvertrieb am besten vorantreiben kann. Das ist jetzt ein bisschen trivial. die 3 Erfolgsfaktoren für uns liegen eigentlich in der Lage eines Hotels, das ist klar, in dem Preis und in den Reviews. Also wir setzen sehr, sehr stark auf authentische Reviews, die gerade auch von Leuten geschrieben werden oder von Leuten gelesen werden, wo ich weiß, die ticken genauso wie ich. Also wir hatten dieses Thema, was macht man im Direktvertrieb? Ich glaube einfach, dass man die Position in einem Hotel komplett neu denken muss. Also wir schauen uns mal an, der durchschnittliche Empfangsmitarbeiter bei einem 200-Zimmer-Hotel, wenn wir am Wochenende ausgebucht sind, dann haben wir 200 Check-ins, ja, und meistens ist der Doppelbelegungsfaktor bei 2, das heißt, wir haben 400 Gäste, die kommen, und die Jungs und Mädels, die vorne am Empfang sind, die checken die ein. Und ich sag mal, von diesen 400, die da sind, haben 90% einen Facebook-Account. So. Und wenn es uns irgendwie gelingt, den Empfangsmitarbeiter oder die Teams am Empfang als kommunikatives Bindeglied zwischen dem Gast und der Marke hinzubekommen, dass auch nur 10% der Leute darüber bei Facebook sprechen, einen Post machen oder das irgendwie anders machen, dann zahlt das irrsinnig in die Marke ein, dann zahlt das irrsinnig darauf ein, dass wir den Direktvertrieb dadurch steigern können. Und das ist aber ein Window of Opportunity, was wir überhaupt nicht nutzen, weil wir einfach die Teammitglieder dort komplett neu ausbilden müssen. Also ich glaube, dass dort, wenn man hat ja so verschiedene Touchpoints, wo ich mit dem Gast in Kontakt komme, und die Kollegen sind einfach auch, das merken wir in Bewerbungsgesprächen, gar nicht darauf ausgerüstet, überhaupt diese Art der Kommunikation durchzuführen. Also die sehen Check-in, Check-out, Kreditkarte, Rechnung, so, aber das ist viel, viel mehr. Und ich glaube, wir müssen Positionen neu denken, um den Direktvertrieb auch stärken zu können. Okay. Herr Ziegler, mit Holiday Check sind Sie genau an der Schnittstelle zwischen OTA, Hotel und Gast. Wie viele Hotels nutzen den Holiday Check Direktlink schon? Wie viel kostet er und wie oft wird er von den Gästen geklickt? Ich glaube, ich verschone jetzt das Publikum mit einer Werbepause. Ich befürchte, einen Button auf den Holiday Check Eintrag zu setzen, der direkt zur Homepage linkt, ist nicht der Heilssegen für einen Direktvertrieb. Sage ich euch ganz ehrlich. Es gibt einen Haufen Hotels, die das nutzen, und mit einem Haufen meine ich vierstellig. Und es ist immer ganz abhängig vom Hotel und vor allem von der Art und Weise, wie ich das Hotel vorher präsentiert. Ich kann dir niemandem empfehlen, das zu tun, ohne dass er sich sauber hinsetzt mit seinem Taschenrechner und mal kalkuliert, wie die Kosten, das variiert je nach Größe des Hotels um die 1.000 Euro im Jahr bis hoch.
ich, wie gesagt, ich, das macht der Sales, ich mache das hier nicht. Könnt da meine Kollegen ansprechen. Ich finde viel wichtiger, dieses Thema Direktvertrieb ist echt die Sau, die ja jedes Jahr durchs Dorf getrieben wird. Und wieso passiert das jedes Jahr aufs Neue? Weil ich auch in dieser Diskussion wieder feststelle, dass die meisten Hotels kein Konzept haben. Und das Schlimme ist, jeder erwartet, irgendjemand macht jetzt eine Ansage und die drei besten Tipps für den Direktvertrieb und die werden auch nicht kommen. Weil es nun mal in der Hotellandschaft in Deutschland viel zu unterschiedlich und differenzierte Produkte gibt, als dass man das über einen Kamm scheren kann. Und da haben wir Marktteilnehmer wie die großen Ketten oder auch wie die großen Kooperationen, die ganz andere Instrumente bemühen können, um die Abhängigkeit von großen Marktplätzen zu reduzieren. Aber sind wir mal ehrlich, auch Holiday Check, und wir haben ein eigenes Reisebüro, wir sind ein eigenes OTA, auch wir müssen uns regelmäßig Gedanken machen, wie wir die Abhängigkeit von anderen Kanälen wie Google, wie Paid Search, wie, was weiß ich, Brandwerbung reduzieren können. Und auch wir müssen uns die Frage stellen, was bringt den Kunden am Ende direkt zu uns. Und ich kann euch allen sagen, dieses Erfolgsrezept wird auch aus so einem Panel nicht rauskommen. Das befürchte ich halt hier. Aber eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, guckt auf den Kunden. Schaut euch eure Gäste an. Welche Medien nutzen die? Wie informieren die sich über ihr Hotel und wo buchen die das? Und ihre andere Frage geht ja ins Thema mobile Nutzung. Das ist ein extrem großes Thema, wo ich halt befürchte, dass die Hotellerie im Einzelleistungsträgerbereich überhaupt nicht in der Lage ist, dieses technologische Thema sauber zu bedienen. Und wenn Sie eingangs, diese Studie, die Sie angesprochen haben, Frau Brauer oder Karin, wir sind ja per Du, ich darf es, auch vom Podium aus, diese Studie, die führt ja nur dazu, dass wir als Einzelleistungsträger in einem Herbergsbetrieb überhaupt kein Know-how haben, wie eine mobile Webseite zum Beispiel zu bauen ist und wie eine mobile Buchung zu funktionieren hat. Und wer gräbt einem dann das Wasser ab? Die großen OTAs, weil da sitzen halt 20, 40, 60 Leute in einem Team, die nichts anderes machen, als die Apps zu bauen, die mobilen Webseiten zu bauen. Warum? Weil die Kunden mobil im Internet unterwegs sind und die werden auch mobil auf die Hotels aufmerksam. Und das Thema Direktvertrieb wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Der Witz ist ja, je mehr wir darüber sprechen, desto schwieriger wird es eigentlich, weil die Entwicklung im Markt, gerade was die Technologie und die Medien angeht, uns komplett überholt. Wenn wir mal ready sind, jetzt haben wir alle eine tolle Webseite mit einer halbwegs funktionierenden Buchungsstrecke hoffentlich, als Hotel, sonst sind alle wieder weiter und 40% Web-Traffic kommt vom Smartphone. Und viel Spaß beim Buchen. Okay, vielen Dank. Frau Frau, wollen Sie dazu noch was sagen? Sie sind da so. Ja, ich glaube, es ist erschreckend, aber ich glaube, genau so trägt sich das zu. Und wir sind ja eigentlich Hotellerie und Gastgeber. Und jetzt auf einmal hast du so ein Thema, was du mit aufgreifen musst, was nicht. Also wir haben unheimlich viele Hotels, die sagen, das mache ich mal nebenher. Das machst du nicht mehr nebenher. Das ist eine Riesennummer. Und du brauchst technisches Verständnis, du brauchst auch Geld, um sowas umzusetzen. Und du müsstest im Idealfall noch das Klientel von Marco haben, der sagt, ich weiß das zu schätzen. Wir haben auch Hotels, die bauen sich tolle Sachen. Nur die Leute sind über 80 und sagen, also ich brauch's nicht. Ich kann das noch nicht mehr lesen, ist mir alles zu klein. Also wir, zum einen das Know-how, das Geld und eben, wer ist wirklich mein Gast? Für wen muss ich was machen? Nur das ist für einen Hotelier, der Personalsachen hat, eine Küche, Zimmermädchen, einen Betrieb und schon einen 12-Stunden-Tag, ist das was obendrauf, wo ich sage Respekt. Also ich finde das schon eine Herausforderung. Und das zu bleiben, das wird noch spannender werden, noch aufregender, noch schneller. Wahrscheinlich auch noch teurer. Vielen Dank. Herr Zierditsch, Sie sind von Just Books zu Secret Escapes gekommen. Secret Escapes ist zurzeit in aller Munde. Sind Sie damit der Nachfolger von Groupon und Daily Deal nur für die Luxushotellerie? Ich würde sagen, wir sind eine konsequente Weiterentwicklung. Das ist vielleicht das Konzept, was im Groupon und andere Firmen auf dem Markt platziert haben, fokussiert auf die Luxushotellerie und auf Luxusreisen. Wir betreiben ja Pauschalreisen, nicht nur Hotels. Insofern, wir haben da gewisse Gemeinsamkeiten, insofern, dass wir das Flash-Tail-Konzept als Grundprinzip haben, sprich, bei uns kann man nicht geplante Buchungen, geplanten Suchen durchführen. Wenn man jetzt weiß, ich möchte am 15. April nach Berlin verreisen, dann ist man vielleicht nicht bei Secretscapes richtig aufgehoben. Dann geht man lieber zu einem größeren Portal, das Vollsortiment bietet und ständige Verfügbarkeiten von allen Hotels, die dort in der Stadt zu finden sind. Wir sind ja dafür da, zu inspirieren über unsere Newsletter. Wir versenden mittlerweile an 1,2 Millionen allein in Deutschland. Im Prinzip mit sexy geschnürten Angeboten, die Reiselust zu wecken und die Menschen dazu zu inspirieren, eine vielleicht doch nochmal ein Wochenende in Bremen zu verbringen oder im Bayerischen Wald.
Insofern, ja, da gibt es eine gewisse Gemeinsamkeit, gibt es noch ganz große Unterschiede. Wir sind sehr fokussiert, sehr darauf bedacht, hochwertig aufzutreten. Wie gesagt, wir haben den Fokus auf die hochwertigen Häuser und versuchen da wirklich eine Markenaufwertung irgendwo hinzukriegen, nicht eine Markenabwertung. Das Stichwort sexy hat mir sehr gut gefallen. Problem ist, ich habe das Gefühl, dass dieses sexy durch diesen Preisnachlass zustande kommt, der ja bei Ihnen bis zu 70% ist und dann noch Ihrer Provision. Ist da die Grenze der Wirtschaftlichkeit nicht schon weit überschritten? Und sollte der Hotelier dann nicht lieber sein Zimmer leer stehen lassen oder es eben gleich verschenken? Ganz und gar nicht. Also zum einen ist das, sind 70% ist ja ein Extremfall. Das heißt, wir nicht jedes Angebot ist zu 70% Nachlass zu finden. Zum anderen ist das so, im Grunde genommen, das große Angebot bei uns ist nur zwischen 20-30% Preisnachlass. Der andere Punkt ist, dass wir einen gewissen Minimaldiskount auf die Barrate von unseren Partnern verlangen, oder das im Prinzip zum Grundkonzept gehört, aber der Komplettdiskount sich aus zahlreichen anderen Add-ons zusammensetzt, sprich Sachen, die das Hotel vielleicht nicht allzu viel kosten, aber die für den Kunden sehr viel wert sind, wie ein Dinner oder ein Spa-Gutschein. Und so kommen sie dann schon zu einem Discount, der irgendwo über die 50% liegt, aber dennoch gibt der Gast mehr als das, was es dann schon hat, aus. Und der dritte Punkt ist, dass wir gerade jetzt erst eine Untersuchung gemacht haben unter unseren Kunden und Hotels, dass wir festgestellt haben, dass der Durchschnittssieg des Hotelskunden liegt nochmal 30% des Buchungswerts im Hotel aus. Und ich habe es gerade vor dem Podium von jemandem gehört, den ich jetzt nicht das Gleiche gemacht habe. Also in der Tat ist es so, dass durch die hochwertige Aufmachung ziehen wir auch eine hochwertige Kundschaft an, die nicht wirklich nur da ist, um Treffen zu machen, sondern die sich inspirieren lässt und dann wirklich auch sich dann einen teuren Wein gönnt und fünf Gänge Dinner gönnt und im Prinzip dann auch für den Zusatzumsatz sorgt. Und dann wird dann Schuh draus. Dann machen sie das Hotelier schon ein ganz gutes Geschäft. Und wenn man sich mit unserem Partner unterhält, dann sind die meisten sehr, sehr glücklich und wollen lieber die Aktion wiederholen, als anstatt aufzusteigen. Wir haben ja auch einen Hotelier, für den das vielleicht auch interessant wäre, den Herrn Drescher. Wir wissen alle, das erste Quartal in der Stadthotellerie ist immer ein sehr schweres. Herr Drescher, ist das für Sie eine Alternative oder eine Idee, oder lassen Sie von solchen Angeboten gleich die Finger? Ja, das Problem, also wir haben eben das Problem gerade, und ich bin da eben, ich kann nur von mir sprechen, und ich sehe das komplett anders, also für uns. In Dresden muss ich noch dazu sagen, wir sind natürlich in Bewertung sehr gut, Preis-Leistung, ja, aber was heißt das? Also wir sind ganz vorne, aber bei uns ist der Preis ganz unten. Ja, ist also in den großen Städten ist Dresden, also da ist jedes kleine Gemeinde bei uns hat teilweise höhere Preise als wir am Neumarkt. Und ich bin ein Privater, ich habe gar nicht die Möglichkeit, ich muss dieses Geld erwirtschaften. Und ich habe, also ich sage mal, so groß bin ich nicht, aber ich habe im Monat über 40.000 etwa nur Provisionen, die ich zahle, jeden Monat. Dafür kann ich doch super Leute, was Sie gerade sagten, einsetzen, die ich vorbereite, die mir natürlich diese Sachen also auch umsetzen, oder also ich habe da ein Problem, deshalb sage ich auch, dass ich mit anderen Partnern zusammenarbeite, die teilweise also in den Online-Seiten uns sozusagen dazu führen. Also ich kann mir gut vorstellen mit dem Vitesse, dass ich in einer bestimmten Zeit die Buchungsportale vielleicht eins brauche noch. Ja? Das andere, ich muss nur auf der ersten Seite sein. Also oft ist es ja, wenn ich ein Hotel suche und ich will auf die Seite, da komme ich ja immer in die Buchungsportale. Aber warum ist das? Also wo bis zu 50 Apartments, die ich um die Kirche hatte, und da war das, was Sie vorhin sagten, da habe ich das selber alles gemacht mit. Also ich war immer da, da brauchte ich keine Buchungsportale. Ich habe erst, als wir dann uns erweitert hatten und auf 100 ging, auf einmal habe ich festgestellt, hey, das schaffst du jetzt nicht mehr, ja, weil es 4 Rezeptionen waren, ich konnte nicht überall sein. Aber ich denke, ich kann jetzt nur für uns sprechen oder nur für mich. Wir sind etwa 160 Apartments, also mit Hotel habe ich um die Kirche.
da ist das möglich. Wir haben einen super Standort, wir haben ein tolles Produkt und das müssen wir einfach jetzt schaffen. Das ist natürlich viel einfacher mit den Buchungsportalen. Danke, Herr Drescher, für diesen kleinen Einblick. Ich würde die nächste Frage an meine Partnerin Elisa weitergeben. Genau, ich muss mal noch einen Hinweis, die Fragen stellen wir am Ende alle, weil sonst... Ja, ich wollte noch mal was einwerfen zu dem Thema. Was die angesprochen hat. Das Mikrofon ist nicht am Ende. Wir müssen das leider am Ende machen. Ich kann die Frage auch am Ende stellen. Ja, das wäre besser. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Genau. Herr Günther, Sie sind der neue Head of Sales bei Travelzoo. Und anders als bei Secret Escapes vertreten Sie ja nicht nur die Luxussegmente, sondern haben auch, ich sage jetzt mal, alle anderen Standards von Hotels auf Ihrer Plattform vertreten. Was macht denn Travelzoo so besonders, also das Portal an sich? Und welchen Nutzen hat Travelzoo für den Hotelier? Danke für die Frage. Ja, ich bin der neue Head of Sales für Deutschland bei Travelzoo. Travelzoo gibt es seit 17 Jahren. Damit sind wir einer der ältesten Anbieter in dem Bereich. Wir bieten nicht nur Luxushotels an, sondern eben hochwertige Hotels und hochwertig qualitativ anspruchsvolle Hotels gibt es in allen Marktbereichen. Neben dem Thema Hotels bieten wir auch schwimmende Hotels an, sprich Kreuzfahrten. Wir bieten Airlines an, wir bieten Pauschalreisen an. Das heißt im Prinzip, das gesamte Marktportfolio sind kein Vollsortimenter, aber sind in dem Bereich sehr breit aufgestellt, um Gäste entsprechend zu inspirieren, immer mit einem entsprechenden Preis-Leistungs-Angebot, was attraktiv ist. Was macht uns da besonders, war die Frage. Wir sind kein klassisches Pull-Medium. Soll heißen, wir sind ein Push-Medium. Eins unserer Kernprodukte ist unser Top 20 Newsletter, so nennen wir das. Da fassen wir 20 attraktive Angebote jede Woche zusammen. 20 heißt genau 20, nicht mehr, nicht weniger. Warum ist das für Sie als Hoteliers spannend? Weil man dann im Scheinwerferlicht steht und genau dieses Produkt exemplarisch kurzfristig darstellen kann. Das heißt nicht jede Woche aufs Neue, sondern einmalig unsere Kernkompetenz in kurzer Zeit, Ihre Auslastung genau zu dem Zeitpunkt erhöhen, wo Sie es entsprechend brauchen. Das ist sozusagen das, was Travelzoo auszeichnet. Wir haben hochwertige Mitglieder, wir verschicken das an 1,7 Millionen Mitglieder jede Woche. Weltweit haben wir 27 Millionen Mitglieder. Und was vielleicht noch interessant ist, nachdem wir hier die Podiumsdiskussion zum Thema Direktvertrieb haben, es gibt neben dem Kommissionsmodell auch Möglichkeiten für Sie als Hotelier, Kunden ohne Kommission direkt auf die eigene Webseite zu leiten zu einem fixen Preis. Vielen Dank. Eine Frage an Sie noch, Herr Nussbaum. Sie sind ja mit dem Price Hotel sehr aktiv im Direktvertrieb, aber bedienen auch verschiedene OTAs. Mit welchen Portalen arbeiten Sie zusammen und wo sind Sie überall gelistet? Also wir sind wahrscheinlich bei zu vielen Portalen gelistet. Das liegt aber in der Natur der Sache der ganzen Affiliate-Partnerschaften, die mir auch echt ein Dorn im Auge sind. Nur habe ich leider keine Möglichkeit, da rauszukommen. Es sei denn, ich würde die Partnerschaft mit dem jeweiligen OTA ganz beenden. Dann fehlt mir aber mein internationaler Vertrieb und das ist auch ein bisschen blöd. Also wir sind natürlich sehr stark mit HRS gewachsen und wir sind sehr stark mit Booking.com gewachsen und es war für uns auch ein Grund, bei der Gründung des Unternehmens zu sagen, wir setzen auf den Vertrieb im Internet und nicht auf irgendeine Marke oder irgendeine Kooperation, weil wir glauben, dass wir dadurch den gleichen Effekt kostengünstiger erzielen können. Das passt auch. Aktuell passt uns der Mix nicht mehr, der getrieben wird durch verschiedene Portale. Und wir werden das jetzt ganz sorgfältig analysieren und auch selektiv uns dann bei einigen verabschieden. Vielen Dank. Und nochmal ein kleiner Ausblick von mir. Ich war vor einigen Wochen bei Ihnen im Hotel in Hamburg. Und haben hoffentlich und bewertet überall. Ne? Und ich habe als eine Art Dankeschön einen WLAN-Code und eine Flasche Wasser bekommen. Reicht das schon aus, um mich jetzt stellvertretend als Kunden, als Direktbucher zu halten? Das ist jetzt, kommen wir mal auf das Thema, was Caro gesagt hat, die Komplexität des gesamten Hotelmanagements. Also wir haben die Flasche Wasser zum Check-in mal rausgegeben, weil das für uns ein Add-on war. Jetzt kriegen wir aber leider ein Umsatzsteuerproblem damit. Und ich glaube, das ist
ist auch ganz wichtig, weil die Finanzämter momentan ja total pisst sind aufgrund der 7% Mehrwertsteuer, die wir für die Übernachtungsleistung zahlen. So alle nicht der Übernachtung zuzurechnen Nebenleistungen, die gerne mal in so einer Übernachtungspauschale mit drin sind. Also die 4-Sterne- und 5-Sterne-Hotellerie hat ein viel größeres Problem mit Executive Floor, frei Minibar, Sauna und den ganzen Quatsch. Gehen die jetzt drauf los und sagen, das muss rausgezogen werden, weil das nicht direkt an der Übernachtung hängt. Übrigens auch unsere Flasche Wasser, die wir rausgeben. Und dann muss das abgesplittet werden und sagen, was sind die Kosten plus Gewinnmarge dieser Flasche Wasser, und darauf müssen wir dann 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Und das dann rückwirkend bei einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Also das zeigt schon, wie komplex dieses ganze Thema ist. Ein Kollege aus Düsseldorf, den haben sie richtig an den Hammelbeinen. Ja, das, und wir lachen jetzt so darüber, aber der hat eine Steuerrückzahlung von 600.000 Euro bekommen im Luxussegment. Und das sind über 3 Jahre. Dem geht gerade, der ist selber Geschäftsführer, dem geht gerade richtig die Muffe, wenn die letzten 3 Jahre davor auch nochmal prüfen. Und der über 1 Million kommt, dann kennt jeder das, ist ja in der Diskussion auch mit Uli Hoeneß, das ist Steuerhinterziehung, dann ist Knast angesagt. Ja? Und ich glaube einfach, das ist so ein Thema, wo wir als Hoteliers wirklich ein so komplexes Aufgabenfeld haben. Und wenn wir jetzt über Direktvertrieb sprechen, sagen viele, ja, ich gebe dir das Wasser und dann machen wir Banderole und dann buch uns direkt und zack, hast du auf einmal ein Problem im Finanzamt. Ja? Also da muss man ja echt aufpassen natürlich. Also deswegen das Check-in-Wasser, schön, dass Sie es noch bekommen haben. Bei uns gibt es es nicht mehr jetzt. Und beim kostenlosen WLAN argumentieren wir halt über den Warenkorb, den der Hartz-IV-Empfänger bekommt, dass das zum Lebensstandard mit dazugehört, und hoffen, dass uns das Finanzamt da keinen Strick dreht. So sieht die Realität heute aus. Ja. Okay, vielen Dank für den interessanten Einblick. Herr Trecher, wir haben ja gerade Herrn Günther und Herrn Zedic gehört. Verkaufen Sie Ihre Zimmer über Secret Escapes und oder Travelzoo? Wenn ja, wie läuft das? Wenn nein, warum nicht? Da muss ich erst mal schnell gucken jetzt in meinen schlauen Zettel. Also wir machen das. Haben das also auch, aber nicht als Schwerpunkt jetzt. Wir haben das neuerdings in einigen Sachen eingebaut, besonders in der Nebensaison ist das eine Sache, die nicht nur für uns gut ist, sondern wir haben auch, also auch für den Gast ist das eine Sache, die wirklich gut angekommen ist. Okay. Wenn ich vielleicht vor uns noch, was wir gerade hatten, es ist eine kleine Sache, aber wir machen zum Beispiel mit der Postkarte, ja, also jeder Gast, auf alle Fälle im Suites, teilweise auch in den Apartments, bekommt von uns, wird natürlich vorher abgefragt, ob das möglich ist, einfach nach einer gewissen Zeit nochmal eine Postkarte geschickt und so. Also so versuchen wir natürlich auch über diese kleine Schiene da diesen Kontakt zu halten. Vielen Dank. Herr Günther, was meinen Sie, wie lange können die Hotels noch mit der Geiz-ist-geil-Mentalität Kunden locken? Ist der Lebenszyklus von diesem Phänomen nicht schon überschritten? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist immer, wie definiert man Geiz ist geil? Und für mich hat das ein Thema vom Preis-Leistungs-Niveau, vom Thema Qualität. Sobald ich langfristig hohe Qualität liefere, glaube ich, wird das auch langfristig noch interessant sein, ohne Schleichwerbung zu machen. Sie haben alle heute Nacht schon eine Hotelübernachtung gebucht. Gucken Sie mal, was für Restaurantangebote gibt es hier in Berlin von Travelzoo. Dann glaube ich, dass die auch nächstes Jahr und in Zukunft noch interessant sind, also Restaurantangebote. Und wenn man da das entsprechende Produkt liefert, langfristig hohe Qualität, dann ist das auch ein Thema, was die Kunden langfristig interessiert. Es kann nicht sein, dass Preis unser einziges Argument ist. Also, dass man immer sagt, weißt du, Geiz ist geil. Und manchmal finde ich es ganz frustrierend. Wir haben so viel zu bieten. Emotional, Hotel und ja, es gibt ein paar Häuser, die sind nicht so schön, das stimmt, aber es gibt andere Häuser, die sind einfach spitze. Die Leute geben sich unheimlich Mühe und ich finde, wir können dem Gast, wenn wir wissen, wer es ist, dem mehr bieten, als nur zu sagen, kauft bei uns, weil da ist am günstigsten. Auch Direktvertrieb zu sagen, buchen Sie auf meiner Webseite, weil da kriegen Sie es billiger, kann nicht unsere Argumentation sein. Das ist auch sehr kurzsinnig und kurzfristig sowas. Jetzt steige ich auch mal ein. Geiz ist geil wird weiterhin immer funktionieren, wenn das Differenzierungsmerkmal im Markt und in großen Marktplätzen der Preis ist. Und das ist was, wo leider die Hotellerie ihre Kunden sauber dazu erzogen hat. Und auch jetzt die Diskussion aktuell mit der Bestpreisklausel von HRS. Wenn es heißt, der beste Preis, den gibt es immer beim Hotel, was machen Sie damit? Wenn Sie sich mal den gesamten Kundenzyklus anschauen,
Sie werden immer in der Situation sein, dass Kunden ein Produkt gegen ein anderes vergleichen. Und wenn Sie sich über Ihr Produkt nicht weiter differenzieren als Bett mit einem halbwegs ordentlichen Frühstück und einem geputzten Badezimmer, dann werden Sie mittelfristig ein Problem im Markt bekommen. Was macht denn ein Marco-Nussbaum so gut? Er hat ein relativ einzigartiges Produkt. Und auch wenn Kunden auf Holidaycheck sich für ein Hotel in Bremen interessieren und sie stolpern über dieses Produkt, bleiben die dran kleben, weil das Produkt interessant ist. Und dann wird sich auch rückversichert, dass die Kundenzufriedenheit dort passt. Und dann wird sich auch der Preis angeschaut. Der Preis passt auch zu dem, was da geboten wird. Aber letzten Endes, wenn Sie das Adlon für 99 Euro pro Nacht verkaufen, natürlich möchte ich als Kunde, wenn ich 99 Euro in Berlin ausgebe, dann auch irgendwo mal Adlon-Standard bekommen. Und wenn ich im Adlon dann im Fahrerzimmer lande, dann bin ich nachher unzufrieden. Und das Adlon fragt sich, wieso denn? Der hat doch nur 99 Euro bezahlt, was will der denn erwarten? Ja, der erwartet Adlon. Der erwartet 5 Sterne, super hier, erstes Hotel am Platz. Aber wenn ihr mir eine Beratung mit 99 Euro anbietet, müsst ihr euer Markenversprechen, euer Produktversprechen trotzdem halten. Und da rutscht die Hotellerie immer wieder in ihr Problem rein, dass du den einen oder anderen hast, der bei Nachfragesituationen umkippt. Der nächste zieht nach, der Meta-Search wird groß und das Affiliate-Thema, was Marco Nussbaum angesprochen hat, wenn teilweise ihre Veranstalterraten dann plötzlich öffentlich auftreten, jemand bei Trivago mal schaut, wo gibt es denn ihr Hotel noch zu kaufen und plötzlich haben sie eine Nettorate irgendwo dabei. Die Kunden buchen auch nicht mehr auf ihrer Webseite, da können sie noch so extra Wasser und WLAN draufschreiben, da kommen die erst gar nicht hin. Und wir denken hier immer viel zu sehr in unserer kleinen Box und in unserer kleinen Rezeption, anstatt dass wir tatsächlich mal schauen, was passiert da draußen. Die großen Supermärkte werden größer und letzten Endes kriege ich ein Produkt Direktvertrieb nur hin, wenn ich eine Reichweite für dieses Produkt aufbauen kann. Und dann muss ich dabei sein bei Booking, dann muss ich da leider auch dabei sein bei Expedia, bei TripAdvisor, bei HolidayCheck, wie sie alle heißen, damit Kunden über mein Produkt stolpern und da kleben bleiben. Aber die müssen auch verstehen, was macht dieses Ding denn anders als das Gegenüber. Und dann kann ich auch über das Thema Preis anfangen zu sprechen. Aber letzten Endes, Leute, wenn wir alle die gleichen Bilder ins Netz stellen und alle die gleiche Hotelbeschreibung auf der Startseite unserer Hotel-Websites haben, dann ist das ersetzbar und dann wird es auch irgendwo für den Kunden nicht mehr verständlich, warum das eine 120 Euro kostet soll und das andere nur 99. Dann nehme ich das für 99. Das ist ein ganz normales Marktphänomen. Vielen Dank. Herr Zieritsch hatte auch noch eine Anmerkung dazu. Können Sie schreien, teilen, wie Sie möchten, aber Herr Müller hat vorher schon die Hand gehoben, er wollte. Also ich kann mich Herrn Ziegler an der Stelle nur anschließen. Ergänzend dazu, Preis ist, wie wir alle wissen, nicht das alleinige Entscheidungskriterium, ganz im Gegenteil, alle Online-Studien, alle Offline-Studien zeigen genau das Thema an, dass Qualität ein relevantes Kriterium ist. Deswegen ist das bei den Anbietern, die hier am Tisch sitzen, eben auch so, gibt nicht nur Qualität im Luxussegment, sondern das gibt es eben in allen Bereichen. Wenn man das gut macht, unabhängig vom Vertriebskanal, performt man da einfach besser als die anderen. Und kontinuierlich hohe Qualität ist, glaube ich, Key-Erfolgsfaktor. Dadurch bleibt man inspirierend, dadurch hat man dann ein Erlebnis im Hotel und stellt die Kunden langfristig auch zufrieden, dass sie wiederkommen. Wenn ich jetzt mein 3-Sterne-Hotel habe, was vielleicht eine schöne Sauna hat, sogar auch nochmal einen Swimmingpool, aber trotzdem nur die 3 Sterne. Ich dann einen hohen Preis auf die Website stelle, kommen die Kunden dann überhaupt noch zu mir? Oder sagen die, die sehen nur 3 Sterne und dann einen hohen Preis und sagen die, nee, das buche ich gar nicht erst, das hat gar nicht erst, das ist nicht wert für 3 Sterne. Läuft man da nicht Gefahr? Ist die Frage an mich? Ja, gerne. Also, ich stelle mir die Frage, wie findet der Buchungsprozess denn tatsächlich statt. Ja, und da gibt es ja verschiedene Portale, die man dazu aufsuchen kann, in Hinsicht auf Bewertung. Ich gucke mir den Preis von diesem Hotel an, dann gucke ich mir die Bewertung an, danach setze ich fest, was das für eine Qualität ist. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Gast, der dann den Fehler macht, dass er dieses Hotel bucht. Die Frage, die er sich stellen muss, oder der Hotelier sich stellen muss, den Gast wird er dann offensichtlich nicht zufriedenstellen. Das heißt, dieser Gast hat überhaupt kein Potenzial, Bestandskunde zu werden, Bestandsgast, Stammgast zu werden. Also zum Thema Preis und Sterne-Kategorie ist vielleicht noch mal was zu sagen, dass ich glaube, dass dieses Preis-Sterne-Ratio, das passt heute überhaupt nicht mehr. Also das ist total, zerschießt sich der Markt da. Und die Schwierigkeit, die wir aus leidiger Erfahrung haben, ist, dass die Algorithmen der OTAs zum Teil uns in ein Competitive Set packen mit Produkten, zu denen wir gar nicht gehören wollen,
und uns dann auch preislich in diesen Competitive Set packen. In dem Moment, wo wir aber preislich über diesen Competitive Set sind, den die für uns definieren, was wir gar nicht wollen, rutschen wir wieder in dem Ranking runter. Ja? Also das heißt, das ist wirklich ein ganz fieses Katz-und-Maus-Spiel, was man da machen muss, was natürlich auch price-driven ist. Und wie der Georg sagt, die Hotellerie ist total, also ja, immer nur Preis. Will aber nur sagen, das ist echt schwierig da in dem Bereich, damit umzugehen. Und wenn man sich das anguckt, über 60% der Buchungen bei den OTAs passieren dort bei den Hotels, die auf der ersten Seite stehen. Ja? Und wenn ich da nicht auf der ersten Seite stehe, dann habe ich da auch schon wieder ein Problem. Das heißt, ich muss da mir angucken, wie ist der Algorithmus für die Sortierung über den Preis. Also auf jeden Fall geht es mir so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Student bin, aber ich glaube, meine Eltern machen es nicht anders. Die Sortierung mache ich oft über den Preis. Ja klar, nur es gibt ja eine Studie, die von Cornell kommt, die ganz klar sagt, je besser die Reviews, je qualitativ hochwertiger die Reviews, umso höher der Durchschnittspreis gegenüber den Hotels, die nicht sind. Deswegen war ja mein Eingangsstatement zu sagen, was macht es aus? Lage, Preis und Reviews. Aber der Preis wird auch von den Reviews getrieben. Und da fange ich wieder an, dass ich mein Produkt erstmal definieren muss. Und auch, ja, also Herr Zedek, Sie wollten noch mal einsteigen vorhin? Ich wollte vorhin zu dieser Preis, also Differenzierung ist wichtig und teilweise entscheidend, das ist gar keine Frage, aber ich habe ein bisschen was gegen diese Tabuisierung der Preisdifferenzierung. In anderen Branchen ist es ja auch gang und gäbe. Ich meine, wenn Sie eine Cola an der Tankstelle kaufen, werden Sie mehr bezahlen, werden Sie weniger bezahlen als im Hotel, und Sie werden noch, wie gesagt, im Hotel werden Sie wiederum weniger bezahlen als in der Minibar und so weiter und so fort. Es ist völlig normal, dass man gleiches Produkt teilweise über verschiedene Kanäle, je nach Kundengruppen, je nach Kontext, unterschiedlich bepreist. Also insofern finde ich, das muss eigentlich auch für die Hotellerie gelten. Natürlich ist das nicht das einzige, das darf auch nicht das einzige Kriterium sein, aber es darf auch mal nicht tabu sein, auf unterschiedliche Kanäle Preise anzugeben. Da steige ich jetzt aber genau drauf ein. Wenn du aber in einem Regal drei Flaschen Cola nebeneinander stehen siehst und die eine kostet 120 Euro, die nächste kostet 99 Euro und die dritte 75 Euro, und so sieht der Kunde, wenn der Kunde... Davon spreche ich aber nicht. Ich spreche nicht von drei verschiedenen Produkten, ich spreche von einem Produkt. Also ich will ja wohl in der Lage sein, das sollte auch meine unternehmerische Freiheit, das Hotelier mir das auch erlauben, zu sagen, ich biete das gleiche Zimmer einem Kunden A zu diesem Preis an, unter diesen Bedingungen, vielleicht nicht stornierbar, vielleicht zeitlich begrenzt, vielleicht, keine Ahnung, ohne Flaschenwasser, und einem anderen Kunden einen anderen Preis, in einem anderen Portal und in einem anderen Kontext. Und das ist eigentlich die Preisdifferenzierung, die nachher auch, die letztendlich auch einen Revenue-Management-Ansatz widerspiegelt, der letztendlich zu mehr Erlösen führen sollte. Das ist komplex, das ist klar, und dass es nicht jeder schafft, ist auch klar. Okay, das ist eine akademische Lehre. In der brutalen Realität funktioniert das nicht, weil der Mitarbeiter in der Reservierung oder am Empfang kann dir das schon gar nicht mehr erklären. Und dann hast du keine kompetente Darstellung deiner Preisstrategie, somit wirkt sich das negativ aufs Produkt aus. Und im Zweifel hast du irgendwo in den Social Media in den letzten Post und sagen, die haben ihre Preisstruktur nicht im Griff, was ist da denn los? Das kann sein, aber das ist auch ein Teil meines Punktes. Natürlich ist das schwierig für ein einzelnes Hotel, für ein kleines Hotel, da mitzumachen und da so eine Expertise aufzubauen, das wirklich konsequent nahezu perfekt auszurollen und auszuspielen. Aber dennoch muss es irgendwo der Ansatz sein, muss irgendwo erlaubt sein, zu sagen, ich darf meinen Preis variieren und ich darf das, ich kann bei Secret Escapes mit einem zeitlich begrenzten Angebot so auftreten, ich kann bei Booking.com so auftreten und ich kann einen Gast, der auf meine Website kommt, den kann ich anders belohnen. Aber es muss auch nicht wahnsinnig komplex sein, es können ja auch wirklich minimale Differenzierungskriterien sein, die dann doch eine größere Abdeckung der Kundenwünsche und der Preisvorstellung bei verschiedenen Kunden irgendwo abdecken. Sehen Sie weiter, Frau. Ich habe noch gar nicht angefangen. Also, ich glaube, das geht ja. Ich glaube ja, dass die Hotels schon wissen, wie sie sich zu bepreisen haben, dass sie Partnerschaften eingehen und dass es für eine Siemens zum Beispiel einen anderen Preis gibt für jemanden, der einfach so ins Hotel gestrudelt kommt. Ich glaube, das ist ja auch vollkommen richtig. Die Schwierigkeit ist aber wirklich, was ist der richtige Preis und wie findet mich der Gast? Und ich glaube, das ist das wirkliche Problem. Ja? Und das Irre in Deutschland ist ja, die Preise steigen ja nicht. Ganz im Gegenteil. Ja? Der Geiz ist geil. Also ich meine jetzt nicht Föbel so natürlich. Also Geiz ist geil auf der einen Seite. Zum anderen hast du natürlich, dass die Vertriebskosten kontinuierlich steigen. Also du bist in dieser Klemme. Was bleibt dir wirklich übrig?
immer mehr Online-Vertrieb. Also wir haben einen bei uns zum Beispiel, der macht 25% über die eigene Homepage. Lucky him. Das machen die wenigsten. Also, ja, Marco Nussbaum noch, ja, aber aber sonst machen das die wenigsten. Also wo bleibt die Chance des Hoteliers, und ich stimme zu, Qualität, Alleinstellungsmerkmal, Lage, die Leute, du musst irgendwo attraktiv sein für diese Menschen, weil es gibt genügend Leute, die für eine Übernachtung bereit sind, Geld auszugeben. Das ist ja, man belohnt sich ja auch. Und auch wenn ich geschäftstechnisch unterwegs bin, ich habe keine Lust, in irgendeinem runtergekommenen Drei-Sterne-Hotel zu übernachten. Dafür bin ich echt zu alt. Das macht man vielleicht als Student, aber ich muss da irgendwie ein vernünftiges Bett finden und, und. Das ist, und da Leute wie ich das bin, gibt es viele. Die gilt es zu finden, eben wirklich, wer ist mein Gegenüber? Und ich glaube, damit müssen wir Zeit verbringen. Vielen Dank an alle für die interessante Podiumsdiskussion. Ich würde es ja, hier den Cut setzen. War sehr interessant. Zeitraum von der Zeit her. Genau. Und von daher wollten wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und jetzt ein bisschen Zeit noch für die Fragen lassen, damit genau. Auch das Publikum seine Fragen stellen kann. Ich glaube, der Kollege kommt zuerst. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch fragen wollte, aber es ist so einiges zusammengekommen. Aber ich will einfach vielleicht mal ein paar Bemerkungen dazu machen. Also einmal das Thema Preise. Da wird ja viel drüber geredet. Fakt ist, wir haben mal vor 2-3 Jahren eine Titelgeschichte gemacht. Kann ich mich noch daran erinnern, unter der Headline Abwärts. Und da haben wir Zahlen gebracht, die sagen, dass die durchschnittliche Nettozimmerrate in der deutschen Hotellerie in den letzten 10 Jahren Inflationsbereich um 5,4% gesunken ist. Ich kenne keine andere Branche, wo das der Fall ist. In Berlin war es 25%. So viel zum Thema Preise. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen, finde ich. Und auch darüber, was dazu beiträgt. Ich will jetzt gar keine konkreten Beispiele nennen, aber ich finde es, man muss immer sagen, wenn man kurzfristig Zimmer füllen will, ist das gut, dann ist das vertriebstechnisch vielleicht eine tolle Sache. Man muss aber auch immer überlegen, was das preisstrategisch bedeutet und was man sich damit auf die lange Sicht einbrockt. Also das ist so ein Punkt, der mir zu dem Ganzen einfällt. Und dann vielleicht noch zu dem Punkt Qualität. Wird auch viel darüber geredet. Was ist denn Qualität? Qualität ist in erster Linie, ich finde nicht, dass deutsche Hotels im internationalen Vergleich besonders schlecht sind. Die sind ziemlich gut sogar, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es an der Hardware liegt. Ich glaube, dass es vor allem ein Punkt ist, die Qualität der Ausbildung, die muss wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden. Dafür muss Geld ausgegeben werden. Aber das Geld dafür ist nicht da. Das ist das Problem. Und man kann sich differenzieren und vor allen Dingen kann man sich differenzieren, wenn man in den emotionalen Bereich geht, über die Qualität der Mitarbeiter. Und die ist oft nicht vorhanden. Guten Tag, Michael Matzig, Salzburg. Von außen betrachtet, spannende Diskussion. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was Direktvertrieb in Deutschland ist, wenn hier lauter Plattformen sitzen. Wir haben das anders definiert. Direkt heißt, das Hotel vertreibt direkt. Ich stelle mir auch die Frage, oder Ihnen, wie Sie sprechen immer vom Preis. Ihr Gast muss Ihr Haus zuerst einmal finden, um es überhaupt schön oder finden zu können und sich dann den Preis anzusehen. Und ich finde es sehr spannend, dass die deutschen Hoteliers so viel Angst vom Internet haben, dass sie es am besten gar nicht selber machen wollen, sondern über 40.000 Euro im Jahr, im Monat Provision zahlen und nicht darüber nachdenken, dass sie dieselbe Chance haben, selbst gefunden zu werden. Aber wenn sie aber nur Zimmer verkaufen, werden sie nicht gefunden werden. Sie müssen Inhalte verkaufen. Warum ist Ihr Gast bei Ihnen im Hotel und nicht beim Nachbarhotel? Und das wird mit Zimmer und Preis wahrscheinlich nicht funktionieren, habe ich die Angst. Und da wollte ich einmal die Frage stellen, ob Sie sich für das Gedanken machen, welche Inhalte Sie verkaufen. Und wenn ich im Adlon schlafe, habe ich einen Grund, der hat auch mit Bett sehr wenig zu tun und mit Preis wahrscheinlich auch weniger, sondern es gibt Gründe, warum Leute bei Ihnen im Hotel schlafen, wenn Sie ein 5-Sterne-Hotel in Dresden haben, die nicht im 4-Sterne-Hotel schlafen wollen. Nur diese Leute suchen nicht Hotel in Dresden, sondern die suchen die Art zu wohnen, zu übernachten. Und wenn sie hier gefunden werden, brauchen sie überhaupt keine Plattformen mehr, weil dann sind sie dort, wo sie hinwollen, nämlich auf der ersten Seite. Michael, das ist ja schön und gut, das ist ja alles poetisch, alles richtig. Ja, wir müssen Storys verkaufen und Emotionen verkaufen und hin und her und hin und her. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, das knallharte Volumengeschäft weiterhin, wenn es um Hotels in Berlin geht zum Beispiel. Und ich bin auch ganz d'accord, wenn wir
über Destinationen sprechen, wir auch im Leisure-Bereich sprechen. Da funktioniert viel auch über Storytelling. Aber wenn wir mal hier konkret das große Business und das, was unsere Löhne zahlt für die Mitarbeiter und das, was unsere Investitionen refinanziert, da geht es nun mal tatsächlich darum, die Leute suchen ein Hotel in Berlin. Und die suchen das Hotel in Berlin sicherlich nicht auf der 20. Seite bei Google, um dann irgendwelche Einzelhotelseiten abzuklappern, sondern die gehen in die großen Shops. Und wenn ich da mit meinem Produkt nicht drin bin und die Chance nutze, da wirklich Aufmerksamkeit für das Einzelprodukt zu schaffen, um die Person gegebenenfalls rüberzuziehen in den Direktkanal, dann bin ich einfach gar nicht da. Ich bin nicht sichtbar. Ich bin für den Kunden nicht existent. Der läuft dann in Berlin vielleicht im Hotel vorbei und denkt, boah, das ist ja geil, aber das habe ich nicht gefunden, jetzt bin ich schon versorgt. Der kommt auch nächstes Mal nicht wieder und merkt sich das. Und ich glaube, ganz ehrlich, diese Balance zwischen bei den großen Mitspielen, Billboard-Effekt ist ja da das Schlagwort, diese Balance zu finden, bei den großen mit dabei zu sein, im relevanten Set bei den Kunden auftreten zu können und gleichzeitig aber nicht zu verschlafen, die Leute in eigene Kanäle rüberzuziehen. Das ist doch die Herausforderung, vor der Hotelvertrieb überhaupt steht. Weil wir kriegen das Internet nicht mehr weg und ganz ehrlich, das Internet wird immer kleiner und die Komplexität, da auf den Kunden zu kommen, die nimmt zu und vor allem die Kosten. Was glauben Sie, warum die Vertriebskosten für uns alle steigen? Es gibt einer, der eine ganz große Tasche hat, wo diese Preissteigerungen alle einlaufen. Und das ist derjenige, der auf dem Traffic sitzt. Und der heißt Google. Ja? Weshalb muss HRS seine Provision erhöhen und Booking etc.? Weil es immer teurer wird, einen Kunden abzuholen, der in ein Hotel will. Weil die gehen alle immer erstmal über eine einzelne Eingangstür, wo ein Türsteher steht. Und der hält die Hand auf. Und da müssen wir alle hin. Einzelhotels, Portale, wer auch immer. Und dadurch, dass diese Player sich immer tiefer in der Wertschöpfungskette reinrobben, über einen Hotelfinder zum Beispiel, wo dann auf Hotelebene gesucht wird, und wir zwei gegeneinander Preis bieten müssen, damit ein Kunde noch an unseren Tresen geht und sagt, ich will das Hotel buchen, da schießen die Kosten immens in die Höhe und das hat hier noch gar niemand auf dem Schirm. Ich glaube, Sie unterschätzen, was gerade im Reisebereich passiert. Und wenn wir über das Thema Direktvertrieb sprechen, werden wir uns bald die Frage stellen müssen als Hotel, kann ich da überhaupt wirtschaftlich noch mitspielen oder muss ich mir die Kanäle suchen, die mir das zu einem halbwegs kalkulierbaren Risiko und wenn es 40.000 Euro sind, die im Monat ausgegeben werden und ich kriege 2 Millionen dafür, bin ich als Unternehmer happy, aber ich habe den Hassel nicht am Hals. Diese Frage werden wir uns künftig, glaube ich, immer mehr stellen müssen, je mehr Technologie fortschreitet und je tiefer diese großen Big Player sich die Kunden krallen und einfangen wollen. Ich glaube, wir müssen da leider einsteigen. Ja, sorry. Entschuldigung. Also ich, wie immer, spannende neue Impulse dabei. Zwei Punkte, die mir ein bisschen gefehlt haben, was die Strategie angeht. Und da finde ich, gilt es auch zu bewerten, was man über Secret Escapes machen kann, um eben auch neue Kunden zu akquirieren, Kunden, die vorher mein Haus gar nicht kannten. Und dann stellt sich dann eben im Anschluss die zweite Frage, wie gehe ich dann danach damit um? Um vielleicht Herrn Drescher zu helfen oder eben auch, um zu dem zweiten Aspekt zu kommen, wie gebe ich gar nicht mehr rückwirkend 40.000 Provisionen pro Monat aus, sondern wann mache ich irgendwann, leite ich die Zeitenwende ein, um proaktiv 25.000 Euro richtig auszugeben und mir dann eben auch einen Teil zu ersparen, sodass die Kunden, die mein Haus, mein Produkt, meine Marke schon kennen, eben an einer anderen Stelle ansetzen und nicht mehr, wenn sie mein Produkt eingegeben haben bei Google, auf einem Portal landen oder bei einem Affiliate-Partner, sondern eben direkt bei mir. Also ich wollte bloß noch mal kurz sagen, wir haben also über unsere eigene Seite schon auch weit über 25% und über 50% geht per Telefon bei uns noch. Ja, der Rest ist Buchungsportale. Aber ich sehe das genauso und unser Ziel ist es, ich kann ja nur von uns sprechen, was ein kleines oder ein Luxus, wenn ich die Preise runtergehe in der Nebensaison, da kommt keiner mehr frühstücken. Also das sind ja alles Sachen, die dann in sich greifen, auch mit den Mitarbeitern. Ja, wenn wir die Preise zu weit runter, entsteht eine vollkommen falsche Einstellung dann, ja, weil die der Meinung sind, was Sie vorhin sagten, mit den Adlern, ja, wo das dann eben mit dem Zimmer und so weiter. Also das sind alles Dinge, die wir entscheiden müssen. Und ich sehe auch, was Sie vorhin sagten, ganz wichtig, warum der Gast uns findet oder warum er zu uns kommt und nicht nur unter dem Preis. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch mal kurz auf die Frage oder auf die Anmerkung von Herrn Pütter eingehen. Da gebe ich Ihnen recht, so richtige bahnbrechende Neuigkeiten, Strategie, Tipps, die wir jetzt hier alle mitnehmen, haben wir nicht bekommen. Kann ich mir auch vorstellen, schwierig in so einer Stunde.
Aber was ich mitnehme, sind ganz, ganz viele Anregungen und ganz, ganz viele Tipps und auch neue Dinge, die da mal wieder so kommen. Alleine dieses Wasser, diese Wassergeschichte habe ich ja noch gar nicht gehört. Also da kann ich nur sagen, ich gucke gleich mal bei uns in den Häusern, wie viel Wasser da irgendwie am Tresen oder über den Tresen geht. Ich möchte mich ganz herzlich an der Stelle nochmal bedanken, auch an den Podiumsteilnehmern hier vorne. Ich fand es super spannend, eine ganz tolle Podiumsdiskussion. Wir haben für Sie noch kleine Geschenke vorbereitet. Und liebe Gäste, bevor Sie gehen, möchte ich Sie bitten und Ihnen nur raten, nehmen Sie sich gerne noch eine Tüte mit. Die ist erstens nicht schwer. Sie begleitet Sie so ein bisschen über die Messe. Und das, was da drin ist, das können Sie garantiert heute Abend auch wirklich nutzen. Das ist ein kleines Relax-Messe-Kit. Und nehmen Sie es ruhig mit. Und nochmal für die Sponsoren herzlichen Dank dafür. Das kann ich wirklich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen.